gut gebucht ist, ja. Früher sah sie so aus. Sag mal. Ja? Wer ist denn da? So. Und heute aber auch nicht. Sieht sie so aus. Schwerpunkt, das ist übrigens die neue Closer, die wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt hat, dass Michaela mit ihrem Eigenfett ihren Po hat aufbrezeln lassen. Eine, die linke Po-Backe, wurde übrigens gesponsert von Closer und die rechte Po-Backe von ProSieben. Michaela, wie macht man eigentlich solche Deals? Ruft man da bei Closer an und sagt, du Herr Closer, du Herr Junkersdorf, ich möchte mir gerne den Po vergrößern lassen, könnt ihr das nicht sponsoren? Und dann sagt er, ja, aber ich habe nur Kohle für eine Po-Backe. Und dann ruft man bei ProSieben an und organisiert sich dann noch die andere. Ingo, ich bin ja Reality-Star. Und das heißt, alles, was ich so im Leben mache, ne, bringe ich so ins TV und in die Presse. Das wird auch noch so weitergehen, wenn ich heirate, wenn ich schwanger bin, wenn ich mich scheiden lasse, wenn ich... Beerdigung hast du auch schon exklusiv vermarktet. Oh, Ingo. Entschuldigung. Ja, und es macht mir einfach Spaß. Es macht mir Spaß. Und es hat, also ich fühle mich sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Als du damals aus dem Dschungel rausgekommen bist, das ist ja schon unglaubliche 3 Jahre her, ja, da haben dir bösartige Kollegen von mir, haben mir auf dem Gang so gesagt, die hält doch eh nur ein halbes Jahr durch. Jetzt sind schon 3 Jahre. Merkst du, dass es da Knicke gibt, dass du weniger gebucht wirst? Bist du mehr gebucht? Ist es das Gleiche über all die Jahre? Wie sieht es da aus? Also natürlich merke ich, dass es natürlich nicht mehr so ist wie 2012, als ich aus dem Dschungel kam. Klar, ich habe auch mal einen Samstag frei. Aber trotzdem werde ich immer noch für tolle Projekte angefragt und habe super Jobs. Also ich kann nicht klagen. Ich muss sagen, mir hat der Dschungel wirklich was gebracht. Und ich kann das wirklich nur allen Promis oder allen Leuten empfehlen, die im Moment arbeitslos sind und wieder nach oben wollen oder unten sind. Und ja, das ist echt eine coole, coole Erfahrung. Und das ist der Dschungelmann, hier wird gedschungelt, bis der Arzt.